Ich park mal hier vor meine Garage hin, weil ich ja noch ein Experiment machen muss. Und zwar geht es hier um diesen geplanten Abfahrtszeitplan-Geschichte. Ich will nämlich morgen um 7 Uhr hier wegfahren. Montags bis Freitags ist also okay. Und will natürlich, dass das Auto erstens ordentlich geladen ist. Na gut, es hat jetzt 69% und auch klimatisiert. Deshalb lasse ich hier auch mal die Klimaanlage auf 20 stehen und Sitzheizung auf 1. Ja, also so soll er das machen. Und jetzt haben wir ja schon festgestellt, wenn ich es nicht einstecke, dann passiert erstmal gar nichts. Also das hier ist so okay. Ja, müsste programmiert sein. Ups, Licht geht aus. Jetzt muss ich bloß mal einstecken. Ja, das Limit setze ich mir auch mal wieder zurück hier auf 90. Und dann schauen wir mal, was so passiert. Da ich das ja in der Fritzbox mache, beziehungsweise an einer Fritz-Steckdose, muss ich hier den 230 Volt Ladeziegel verwenden. Das ist meine Fritz-Steckdose und da steht der Ladeziegel dran und das Kabel ist lang genug und ich komme hier sicher ans Auto dran, ne? So, System tut irgendwas. Das sieht hier nicht allzu schön aus. Das zieht mir ganz schön die Steckdose runter. Sollte ich irgendwie mal hochbinden, dass das hier nicht so dran hängt. Bisschen entlasten das Ganze noch. Ah, muss mir was überlegen. Ja, das Auto ist sich gerade noch nicht einig, wie lange das dauert hier. Er hat zwar irgendwie 13 Ampere eingestellt, zweifelt aber wohl dran. Guckt mal, er switcht da ständig um. Weiß auch nicht, was das bedeuten soll jetzt hier. Habe ich da ein bisschen überlastet oder was? Wir gehen mal runter auf 10. Schauen uns an, ob er dann irgendwas anderes meint. Na, also hier mysteriöse Anzeigen da oben. Okay, wir können auch mal das Limit vielleicht mal auf irgendwie sowas von 80 setzen. Gucken, ob er dann irgendwas anderes meint. Hm. Also das ist jetzt mysteriös. Entweder ist das wegen unserem Zeitplan da unten oder wir haben tatsächlich noch irgendein Problem mit dem Ladeanschluss. Lass mal auf 13 stehen. Meine Steckdose ist da eigentlich ordentlich verkabelt. Hm. Okay, wir lassen das so stehen. Checken nochmal hier unseren Abfahrplan. 7 Uhr morgens, montags bis freitags. Das ist okay. Ja, er will eigentlich normalerweise, das heißt hier diese Spitzenzeiten, damit meinen die immer 6 Uhr, da will er eigentlich fertig geladen haben. Hm. Also so sieht die Sache aus. Aha, jetzt kommt nochmal eine Korrektur hier. Das sind ja mysteriöse Anzeigen da. Also wir lassen mal das System auf 80% stehen und schauen, was wir morgen dann da tatsächlich im Akku haben und ob vorklimatisiert ist. Jo, die Fritz-Steckdose meint auf jeden Fall 13 Ampere. Ja. Hier haben wir mal kurz der Einbruch, wo ich runtergeschaltet habe. Sieht gut aus. Läuft irgendwie. Ups, das Auto ist jetzt hier bei 80%, hat's Laden abgeschlossen. Ging also doch schneller als irgendwie gedacht hier. Hier sind wir auch im Leerlauf und können mal den Verbrauch noch angucken. Was hat er denn da eigentlich reingeladen? Ja, ihr seht das hier auch, hat aufgehört. Und er hat irgendwie sowas von 8, fast 9 Kilowattstunden reingeladen. Was jetzt seltsam ist, irgendwie hätte ich ja erwartet, er würde das so bis morgen früh um 6 Uhr machen. Hat aber eigentlich sofort angefangen zu laden und dümpelt wohl jetzt dahin. Ja, wir schauen uns das mal morgen früh an. Hm, seltsamer Effekt. Also ob das jetzt so richtig ist, bezweifle ich noch. 6.30 Uhr am nächsten Morgen und man sieht, er hat sich nochmal was genehmigt heute Morgen. Kurz vor 6 Uhr hat er sich nochmal einen Schluck genehmigt. Wir hatten ja irgendwie so 9, jetzt hat er 9,766. Okay. Wir werden gucken, ob er zu 7 Uhr, da ist ja Abfahrt, nochmal irgendwie die Heizung anschmeißt. Hey, kurz vor 7, genau 7 Uhr jetzt. Und tatsächlich, das System ist wieder angelaufen und hat irgendwie hier tatsächlich nochmal Leistung aufgenommen. Seht ihr da? Cool, es funktioniert irgendwie. Sehen wir uns mal das auf dem Gesamtverbrauch an. Ja, hier seht ihr nochmal. Also um 6 Uhr hat er nochmal irgendwie was nachgeladen und jetzt schaltet er wohl die Klimatisierung an. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie auch in der App sehen. Verbrauch jetzt 10 Kilowattstunden. Ja, schaut mal, da hat er nämlich noch 79
Prozent im Akku, muss also was nachladen. Die Innentemperatur, mal schauen. Ja, die Klimatisierung ist scheinbar an und er versucht auf 20 Grad hier zu klimatisieren. Innenraum ist jetzt auch auf 20 Grad. Also Punkt 7 Uhr sind wir startklar. Coole Sache. Vorklimatisierung im Tesla Model 3. Ja, im Auto ist gut warm. Er sagt hier Laden abgeschlossen bei 79% und hat eigentlich super funktioniert hier. Ne? Zur Abfahrt bereit, 7 Uhr. Okay, funktioniert. Ja, es ist 7 Uhr und es ist total duschter. Also könnte man ja das jetzt noch eine Fahrt zur Arbeit, mein Praxistest, im Dunkeln, Autopilot im Dunkeln, 10.1. Ups. Ah, guckt mal, er hat schon auf irgendeine Navigation gestellt, nämlich, ja, zur Arbeit, weil er ja jetzt intelligent navigiert, wie das so schön heißt, und immer weiß, dass ich morgens zur Arbeit fahren will. Lustig, das ist also jetzt diese intelligente Navigation. Ihr seht schon, kommt jetzt einiges zusammen hier. Und ich sollte meinen Scheibenwischer auf Automatik stellen, weil der funktioniert inzwischen auch. Okay, ich lasse mal hier ein bisschen das Licht an, damit ihr mich auch seht. Weiß gar nicht, ob das so gut ist, die Kamera das überhaupt hinkriegt. Aber jetzt nochmal am Anfang, nachher spreche ich dann im Dunkeln weiter. Genau. Ja, wir haben hier ein Tesla Model 3. Dual Motor Long Range Performance, ganz neu von white-tesla.com, neue Autovermietung aus Konstanz. Fußgänger auf der Fahrbahn und ich habe kein Fußgängergeräusch. Und wir haben drauf die Version 10.1, also die 10.0 ist schon out. Hab gemerkt, die heißt jetzt 10.1, ist noch letzte Änderung von 2019, nämlich die 2019.40.2.1. So, dieses Auto hat leider keinen Full Self-Driving oder den vollen Autopiloten, wie wir das so schön nennen. Deshalb letzte Änderung hier, Versionshistorie, war eigentlich der Scheibenwischer. Ja. Deshalb sage ich das so deutlich, weil eigentlich sollte da was anderes noch drin sein. Schilderkennung, Stoppstellen, irgendwie solche Geschichten. Vermut aber stark, dass das auf die USA beschränkt ist oder irgendwelche anderen Länder und wir hier leider noch ein bisschen in die Röhre gucken. Ich checke aber trotzdem hier mal gerade meine Verkehrsdaten. Ihr seht, hier vorne ist auf der Autobahn durchaus ein Stau. Ja, dieses Auto hat ja die Live-Anzeige. Aber wir gucken mal, ne? Die Live-Anzeige und dann kommt nichts. Gucken mal, wie weit wir da kommen. Warum sage ich das jetzt wieder? Da seht ihr es. Warum sage ich das jetzt wieder? Das sage ich deshalb, weil ich demnächst auch mal die Standard Range Plus Versionen vom Model 3 fahren werde, die neben etwas weniger Akku, etwas weniger Reichweite, etwas weniger Ladeleistung leider noch den größten Nachteil haben, dass man nämlich diese schönen Anzeigen hier nicht sieht, wo der Stau denn ist. Er berücksichtigt das zwar bei der Navigation in irgendeiner Weise, ja, also dass er mich dann da umleitet, fahren wir hier durch, aber er zeigt es mir nicht an und das ist natürlich ein bisschen nervig. Viele andere Sachen sind jetzt inzwischen geändert worden. Ich habe gerade noch mal ein Video gestern vom Steven von der Tesla Crew geschaut. Das ist so ein bisschen die Gruppe, die auch sehr viel mit den Standard Range Plus Autos macht. Da sind wohl sehr viele Besitzer vom Standard Range Plus drin. Er selber hat eins und macht schöne Videos drüber und hat jetzt auch noch mal so in seinem letzten Video gesagt, ja, jetzt habe ich auch die schöne Ladeleistung. Er hat nämlich das an einem Ionity ausprobiert und hat dann tatsächlich eine höhere Ladeleistung hingekriegt. Noch nicht so das Maximum, was er so dachte, aber so knapp drunter, 170 oder sowas, peak mal zumindest, und dann lief es gut runter, könnt ihr bei ihm gucken. Und dann habe ich so gedacht, ja, aber eine Sache fehlt noch und das ist hier diese Anzeige da von der Live-Verkehrsinfo, weil das wäre jetzt nervig, wenn man dann parallel das immer in den Browser angucken muss, wo es ja durchaus angezeigt wird. Ist also deshalb auch etwas unverständlich, dass Tesla das hier nicht reinbaut. Ja, ihr seht, ich fahre schon ein bisschen im Autopilot. Ich denke, ich mache aber jetzt hier das Licht aus, weil das nervt mich ein bisschen.
Und die Fahrer draußen, glaube ich, auch. Dann seht ihr mich zwar nicht mehr, fahre ich im Duschstand weiter mit meinem Kommentar. Okay, das müssen wir jetzt so hinnehmen. So. Ja, also da vorne leichter Stau. Er behauptet, ich bin aber trotzdem in 30 Minuten da. Also ein 30-Minuten-Video wird das wieder. Und wir reden noch über ein paar andere Sachen, die gerade so aktuell sind. Ne? Ende des Jahres so ist nochmal die Möglichkeit, dass man bisschen Revue passieren lässt und schaut, was sind denn so die Ideen fürs nächste Jahr. Ja, was mache ich gerade überhaupt für einen Test hier? Ich habe, wie gesagt, versucht jetzt mal diese Vorklimatisierung auszuprobieren. Hat auch super funktioniert. Ich war ja gestern leider etwas irritiert erst. Also ist es so, sobald du ihn einsteckst, fängt er an zu laden. Lädt dann das Auto scheinbar auch auf die vorgegebene Limit hier ein. Also ich habe jetzt mein Limit hier auf 80 rum, scheinbar auf 79. Ja, das macht er. Lass ein bisschen kurz gucken hier, dass die mir nicht reinfahren. So, das Auto fährt noch nicht ganz automatisch. Ja, das macht er. Also das eingestellte Limit berücksichtigt er. Das hatte ich ja das Problem beim Leaf 2. Da kann man das Limit nämlich nicht einstellen. Er hat immer vollgeladen. Ja, und dann hat er das aber ziemlich vollgeladen, also gleich, wo ich angesteckt habe, war dann auch nach 2 Stunden irgendwie fertig. Ich hatte ja schon irgendwie 70% drin. Und dann habe ich gedacht, okay, das war's jetzt. Dann war er genau bei 80% irgendwie. Und dann hat er aber wohl über Nacht die Stunden, die er da hatte, 5-6 Stunden, noch so viel Verlust gehabt, dass er kurz vor 6 Uhr das nochmal wieder aufgefüllt hat. Weil da stand auch in der Beschreibung, dass sie versuchen, bis 6 Uhr zu laden, weil da ja der Niedrigstrom, der günstige Strom wäre. Ich weiß nicht genau, wie sie es formuliert haben. Das ist natürlich eine Annahme. Das weiß man ja nicht. Aber das hat Tesla jetzt mal so angenommen für uns hier. In anderen Autos kann man das ja einstellen, wo die Niedrigstromphase ist. Und hat dann nochmal irgendwie wohl den 1% Verlust oder was ich da hatte, wahrscheinlich weniger. Ich habe es jetzt nicht getrackt. Das müsste man um 6 Uhr mal aufstellen und gucken, was er dann da hat. Ich habe leider keinen Logger dran im Moment. Also den Verlust, den er da wohl nochmal hatte, hat er nochmal ausgeglichen. Und dann dachte ich auch schon, das war's jetzt. Nee, dann ist es nochmal weitergegangen, indem er nämlich tatsächlich, ich mache mal hier den Autopilot an, aber natürlich nicht auf 120, sondern auf 100. Hier ist nämlich eine Beschränkung gerade, die er nicht erkannt hat, weil die Kamera ja immer noch nicht tut. Ja. Und um 7 Uhr ist meine Abfahrtszeit gewesen. Ich mache euch nochmal an, damit ihr mich hier ein bisschen seht. 7 Uhr ist meine Abfahrtszeit gewesen und genau kurz vor 7 hat er auch angefangen, hier drin zu klimatisieren. Wir haben jetzt draußen 6 Grad, ist nicht unbedingt super kalt, aber ich hatte schon Bedenken. Oh, sie haben hier uns ja auf 120 hier jetzt gesetzt. Das kann ich ja mal ein bisschen beschleunigen. Haben sie doch mal ein Einsehen mit uns gehabt, dass wir hier, wo gar keine Baustelle ist, dann doch mal ein bisschen schneller fahren dürften? Ja, hat also dann kurz vor 7 angefangen, nochmal zu laden, zu klimatisieren, hat also auch sich selber so ausgeglichen. Man hat es nochmal gesehen. Ja, das ist natürlich schon so, dass er dann insgesamt mehr Strom jetzt verbraucht hat. Ladeverluste ausgleichen und dann doch auch nochmal morgens dann die Klimaanlage einschalten. Und soweit ich das gesehen habe, hat er auch gegen die Temperatur, die ich da eingestellt habe, die 20 Grad dann hier aufgeheizt. Okay, soweit. Hat natürlich keine Entfrostungen oder sowas gemacht. Da bin ich noch mal gespannt, wenn es jetzt noch mal kälter wird und ich auch hier die Scheiben gefrostet sind, ob er da auch irgendwas macht. Das stand jetzt nicht in der Anleitung. Ich gehe also im Moment mal davon aus, dass er da nichts macht, dass man das über die App steuern müsste. Das wäre natürlich super intelligent, wenn er das auch noch machen würde. Ne? Ja. Also es ist so ein bisschen seltsam. Man weiß nicht recht, was er da tut oder was sich Tesla dabei so gedacht hat, weil es ist so ein bisschen die halbe Miete in Anführungszeichen. Irgendwie hätte ich das noch ein bisschen, ich hätte noch selber irgendwie gern eingestellt, wie die Zieltemperatur ist. Ich hätte gern irgendwie das auch getrennt voneinander, also ich will auch vorklimatisieren ohne Aufladen und vielleicht auch ohne, dass er fährt ja unkontrolliert. Die hinter mir ärgern sich schon, dann fahre ich mal hier rüber. Ja. Also
Laden und Vorheizen hätte ich gern getrennt oder zumindest so, dass man das ein bisschen besser steuern kann. Und ich hätte gern so eine Option, die hatte nämlich der Leaf 2 auch gegenüber dem e-Soul oder den e-Niro wahrscheinlich auch, dass man nämlich auch das Ladekabel nicht eingesteckt haben muss. Ja? Also dass das Auto auch vorklimatisiert, automatisch vorklimatisiert, wenn dies nicht eingesteckt ist. Weil das kann der Tesla ja eigentlich, wenn man es über die App auslöst, kann er jederzeit eine Klimatisierung machen, egal ob ich eingesteckt bin oder nicht. Ne? Also verstehe ich nicht, warum er das nicht programmiert machen kann. Woran liegt das wieder? Das ist ganz einfach. Es liegt daran, dass das jetzt die erste Version hier ist von dieser Vorklimatisierung und Zieltemperaturerreichung, Zielabfahrtszeitgeschichte. Ja, kann man sagen, scheiß Scrum, ja, agile Produktentwicklung. Also ich sehe es ganz klar, das ist jetzt mal eine Version, die so die Hauptfeatures abdeckt. Und die hat man jetzt mal rausgeworfen, das funktioniert deshalb auch, aber sie hat nicht jede Details, die jetzt vielleicht andere Leute so brauchen. Und müssen wir gucken hier, was die tun. Ist immer gefährlich, wenn hier Leute reinfahren. Es wäre mal interessant zu sehen, was das Auto daraus macht. Aber das Risiko gehen wir jetzt nicht ein. Also ihr seht schon, wie ich hier agiere. Ich muss halt den Spurwechsel selber machen und dann wieder aktivieren. Ansonsten Spurhalteassistent und adaptiver Tempomat funktionieren. Und jetzt hier bei Dunkelheit auch no problems. Bevor ich es vergesse, ihr seht jetzt deutlich draußen, ich hoffe, auf dem Video sieht man es auch, die Scheinwerfer. Und ich habe mich immer schon gewundert, dass die so zerklüftet sind da vorne. Ne? Also das ist nicht so super optimal. Die Scheinwerfer vom Tesla sind nicht toll. Und ich habe auch nicht gesehen, dass er die irgendwie einzeln so ansteuern kann. Also die sind immer irgendwie so diffus da vorne. Ja? Er hat natürlich da so ein Kelch nach da drüben so ein bisschen. Ja. Oder... Ja, also das schon, auf der Landstraße sieht man es auch. Aber ich bin neulich mal eine A-Klasse ja gefahren mit dem MBUX und die bin ich auch mal nachts gefahren und die hatte so einen super Scheinwerfer-LED-Oberteil drin. Ich weiß gar nicht, was das da genau, ob das die Maximalausstattung gibt. Da gibt es nämlich drei verschiedene Varianten und ich hatte zumindest eine, die so ziemlich adaptiv Kurven und auch Gegenverkehr ausblendet so und das war richtig cool. Also da habe ich dann nochmal gemerkt, ja, die Stärke von unseren etablierten Automobilherstellern liegt tatsächlich ganz woanders, nämlich tatsächlich in Bose Soundsystemen und in solchen Lightning-Geschichten und natürlich in Ambiente Light. Das ist jetzt ein bisschen, also Bose und Ambiente Light ist Murks, brauche ich nicht. Ne? Aber vorne die Ausleuchtung über die Scheinwerfer, das brauche ich schon. Und da habe ich gedacht, ey, da sollte sich Tesla nochmal was abschauen. Genauso wie mir ja fehlt, dass in den beiden Spiegeln hier keine Warnung ist vom Seitenverkehr, also tote Winkelwarner, das ärgert mich ja im Grunde irgendwie auch. Das hätten sie auch reinbauen können. Also es hat bei Tesla ein paar Sachen, die haben sie wohl die Hardware nicht und deshalb können sie das auch nicht machen. Bei den Scheinwerfern bin ich mir nicht ganz klar, ob sie da noch ein bisschen was steuern können und ob sie da noch mal per Software was nachlegen können. Ja, aber das merkt man dann durchaus. Ja, das Auto verkauft sich wie geschnitten Brot, wie ich immer sage, weil es halt super Fahrleistungen hat. Und wenn ich jetzt hier so rumfahre und auch hier mal selber fahre oder so, merkt man einfach, es ist ein Go-Kart, das ist ein ganz cooles Auto, ganz super Fahrgefühl, allein schon die Fahrleistungen und so weiter. Und auch hier Akkugröße und Supercharger-Netzwerk und auch Effizienz. Wir sind bei 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Grad. Hälfte der Fahrt haben wir gemacht, fahre jetzt aber mit 120 hier rum und habe Heizung an. Also super cool, ist auch ideale Temperatur mit 7 Grad Außentemperatur, ist natürlich noch, braucht man nicht so viel heizen, weil die Heizung ist Mist. Ja. Gut, Leute, es gibt durchaus Kritikpunkte hier beim Tesla, jetzt hier ist wieder 100 und ich kriege keine 100 mit. Das ist zum Beispiel mein größter Kritikpunkt gerade, dass er hier die Verkehrsschilder nicht erkennt. LKW vorbei. Also sobald ich den Blinker einschalte, geht der Spurhalteassistent aus. Der adaptive Tempomat ist noch an. Und jetzt zweimal klicken und dann habe ich es wieder. Das ist okay. Ja, ich sage es auch immer wieder, der adaptive Tempomat mit der wirren Geschwindigkeit, die er da einstellt, das ärgert mich auch. Ich mache mal hier aus, gebe mal ein bisschen mehr Stoff, schalte wieder ein. Er macht da irgendein 130.
keine Ahnung, wo er das herkriegt. Also auf keinen Fall die Geschwindigkeit, die ich gerade hatte. Ja, gehen wir wieder auf 100 und wieder Vollautomatik. So. Also das ist mir auch nicht klar, warum er das macht. Ich muss mal kurz den Überblick behalten. Ja, da vorne ist ein Stau. Aber er sagt immer noch, ich soll da geradeaus fahren. Was habe ich denn hier an Verzögerung drin? 15 Minuten. Okay, dann machen wir mal auf 5 Minuten und schauen, ob er mir dann sagt, ich soll woanders fahren. Das ist nämlich das Einzige, wie man es hinkriegt, dass er eine andere Strecke wählt. Na, er sagt, ich soll hier langsamer fahren. Habe ich auch gerade verpasst. Nur noch 60. Machen wir auch mal. Ja, Stauvermeidung ist dadurch, dass man früher abbremst. Also ich fahre den Bogen da jetzt nicht. Ich fahre mal in den Stau. Warum? Weil wir ja den Stauassistent ausprobieren. Ne? Ja, wie kriege ich die Blinke an? Die ist hier oben. Rechts überholen macht er jetzt natürlich trotzdem. Mache ich wieder aus. Ja, und bremst jetzt ab auf den Vordermann. Gab es neulich ein schönes Video, habe ich auch in den News gezeigt, dass der Tesla doch auch auf einer ziemlich großen Entfernung hinweg eigentlich noch abbremst. Super. Machen wir uns hier mal an, damit ihr mich wieder seht. Das auf jeden Fall funktioniert gut. Da habe ich auch Vertrauen in ihn, dass er auf stehende Fahrzeuge aus Tempo 70 km/h noch abbremsen kann. Viel mehr natürlich auch nicht. Dann kriegt er auch Schwierigkeiten. Dann muss man schon selber gucken, weil man doch ein bisschen eher das einschätzen kann als menschlicher Fahrer, als hier der Autopilot bzw. das Kamerasystem. Ansonsten ist der da eigentlich gut. Und jetzt ist er in diesem Stop and Go hier, wo er eigentlich auch selber wieder anfährt. Ich mache jetzt mal im Moment gar nichts, außer immer dieses leichte Drehen am Lenkrad, wie ihr hier seht, was immer noch als Meldung dann kommt. Das muss ich natürlich machen. Ansonsten, okay, jetzt gucken wir mal kurz hier, sind wir eigentlich, ja, wir sind oberhalb von der Verbrauchslinie. Er selber hätte jetzt ein bisschen mehr reingeplant. Ja, sind hier doch etwas eingeschränkt von dem Verkehrgrad bzw. von unseren Geschwindigkeitsbeschränkungen gerade in unserem Baustellenbereich da. Okay. Na, was habe ich jetzt vorhin ausgeführt wegen dem Vorklimatisieren und dem Laden? Wie gesagt, das ist die Version 0.8 vielleicht von dieser neuen Funktion hier unten, von dem Zeitplan. Und daher kann die noch nicht alles. Ja, so begründe ich das jetzt mal für mich. Kann man vielleicht noch sagen, dass da noch mehr kommt. Also Tesla ist bei der Entwicklung dieses Fahrzeugs immer total darauf ausgelegt, dass sie die Primärfunktionen umsetzen und später dann in Updates halt weitere Funktionen. Ich muss mal hier die Spur wechseln. Das muss man in den meisten Fällen eh von Hand machen. Also so ein Spurwechsel wird das Automatiksystem nie hinkriegen. Jetzt hat er schon wieder die 130. Also er hat scheinbar eine Richtgeschwindigkeit hinterlegt von 130, wenn unendlich ist. Ist ja auch gut, das kann ich aber auch nicht konfigurieren. Also viele Nicht-Tesla-Fahrer meinen immer, man könnte in dem Tesla alles konfigurieren, weil ja hier 1000 Menüs gibt. Das stimmt aber ja gar nicht. Also diese Richtgeschwindigkeit kann ich auch nirgendwo konfigurieren. Ja, wäre natürlich schön, ich könnte das alles einstellen oder man könnte zumindest mal diese Daten einsehen. Dann wäre es vielleicht auch ein bisschen logischer, was er da so tut. Ja. Also, sie haben da überall, machen sie immer Verbesserungen. Sie machen manchmal die Verbesserungen ja auch wieder weg. Jetzt haben wir halt den Stand hier mal von dem Zeitplan für die Abfahrtzeit. Finde ich auch so mal prinzipiell in Ordnung. Ich werde das jetzt mal ein paar Tage so ein bisschen testen. Wobei jetzt kommen die Feiertage, da fahre ich auch nicht mehr. Vor allem mich interessiert dann natürlich auch noch mal die Hochrechnung, was ein Model 3 an Schuko, deshalb habe ich ihn ja am Schuko hängen, dann so hier im winterlichen Bereich braucht auf meiner täglichen Strecke hier. 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Ja, über die Autobahn teilweise, aber ihr seht ja hier, ich kann kaum richtig fahren. Dann aufheizen morgens, da komme ich dann vermutlich auf irgendwie so einen Verbrauchswert von 5 Kilowattstunden, 10 Kilowattstunden habe ich mal so immer im Kopf, 5 hin, 5 zurück, die ich da täglich praktisch aufladen müsste. Das ist alles an Schuko ja ohne Problem zu machen. Und leider bei mir, weil ich keinen Tag- und Nachttarif oder so irgend sowas habe, sind es dann 30 Cent die Kilowattstunde. Also mal gucken, was diese Daimler-Fahrer hier so tun. Bleiben da. Okay. Ja, also
Und da muss ich gucken, so, das ist dann so ein Maximalwert, den ich da jetzt rauskriege an meiner Fritz-Steckdose. Der rechnet das dann gleich mal hoch auf einen Monat, auf ein Jahr. Einfach mal so als Richtwert. Ich habe das ja jetzt mit dem Leaf 2 gemacht und kam irgendwie so auf 5 Euro pro Tag, ja, was man da so ausgeben müsste an Strom. Da, im Moment habe ich halt 0 in Anführungszeichen. Gerade mal ausgerechnet fürs ganze Jahr habe ich irgendwie so 100 Euro an Stromkosten gehabt jetzt durch Aufladen. Und vieles davon war am Ionity austesten und dann war es halt immer gleich 8 Euro. Und sonst ja immer nur die 1 Euro, 1,50 Euro bei uns in der Tiefgarage da. Strom inklusive. Dankeschön nochmal an die Stadt Weilheim. Bürgermeister Züfle fährt jetzt auch i3. Ja. Also super Sache, bei uns geht es da vorwärts. Nur die Frage, man wird den Strom nicht ewig kostenlos kriegen und deshalb muss ich mich so langsam mal auch drauf einstellen und jetzt auch für euch einfach mal, wäre ja interessant zu gucken, das was die Autos mit dabei haben, also diesen Standard-Ladeziegel, wie weit kommt man eigentlich mit auch Laden an 230 Volt, das ist eigentlich hier jetzt mein Testversuch. Und dazu müssen die Autos halt irgendwie auch so eine Abfahrtzeit haben, weil sonst muss ich das ja jeden Tag irgendwie von Hand einstellen oder mit irgendwelchen Zeituhren machen. Das haben mir auch schon einige gesagt. Ja, du könntest ja da auch eine Zeituhr reinmachen. Die macht dann den Strom an oder aus. Dann muss das Auto das natürlich auch können, dass es so wechselseitig da, also mal an, mal aus, den Strom hat. Und das könnte man auch machen und dann sagen, okay, ab 2 Uhr nachts kriegst du Strom bis morgens um 6 Uhr. Guckst du mal, wie weit du kommst. Klimatisiert bin ich dann aber immer noch nicht. Ja, also deshalb, das sind die zwei Anforderungen, vor allem auch im Winterbereich, weil da müsste man dann ja enteisen, dass er also zu einer gewissen Abfahrtzeit dann auch geladen und klimatisiert ist. Ja, ich habe auch immer so das, ihr wisst das aus meinen Videos, ich gucke immer, wie weit komme ich mit einer Ladung, Akkuladung, und bei dem 75 Kilowattstunden Akku oder auch bei etwas drunter schaffe ich ja die 5-Tage-Woche durchaus. Wir fahren ja aber jetzt ganz schön schnell an den anderen vorbei. Das sollte er doch eigentlich auch nicht machen. Drehen wir ihn mal hier ein bisschen runter. Ich bin aber eh auf 50, weil ich hinter dem herfahre. Okay. Ja. Ziemlich unterschiedliche Geschwindigkeiten gerade hier. Aber ist ja erlaubt. Eigentlich in dem Stop and Go oder sagen wir mal diesem dichten Verkehr darf er ja rechts auch überholen. Ist ja sogar erlaubt. Er macht das, glaube ich, ab 80 km/h lässt er das dann bleiben. Darunter macht er das durchaus, ja. So ist die Einstellung. Auch die kann man nicht konfigurieren. Die hat Tesla sich irgendwo festgelegt hier für Europa. Ja, also das ist mein Use Case nochmal. Springen wir nochmal auf der Use Case zurück. Ich will eigentlich morgens in einem geladenen und klimatisierten Auto um 7 Uhr losfahren. Und dazu brauchen wir halt dann diese Einstellung. Und natürlich brauche ich das bloß wochentags. Am Samstag habe ich andere Zeiten. Da fahre ich erst um 8.30 Uhr zum Einkaufen zum Beispiel. Am Sonntag ist es eher total variabel. Ja. Aber was dahinter steckt, ist diese Geschichte, wenn man das Auto immer leer fährt, den Akku, dann muss man tatsächlich immer überlegen, komme ich noch hin zurück? Also diese 60 Kilometer plus Reserve, das sind dann immer um die 100 Kilometer, braucht man dann auf jeden Fall nochmal im Akku. Komme ich noch hin und zurück? Muss ich auf der Rückfahrt irgendwo laden? Am Flughafen, am Decathlon, am Aldi? Ja, sowas sind dann die Überlegungen. Und das fällt halt alles weg, wenn ich einfach jeden Abend einstecke. Ja, ob jetzt nun an der Wallbox oder an 230 Volt, das ist mal unerheblich. Ich stecke jeden Abend ein und fahre auf irgendein Limit hoch. Also hier typischerweise auf 80%. Weil bis dahin lädt ja der Akku ordentlich und braucht nicht so viel. Ne? Jetzt am Schuko ist das wurscht, da kann er auch mehr laden. Ich habe auch schon überlegt, ob ich das auf 90 setzen soll. Ich habe das mal bei 80 gelassen, weil viele der kleineren Autos oder der Nicht-Tesla-Autos gerne mit dieser 80%-Marke so ein bisschen spielen und auch immer sagen, von 0 bis 80%, da lädt er in einer halben Stunde. Ja, das ist bei Tesla alles so ein bisschen auf die 90% verschoben, weil die ihre Ladekurve so sehen, da ist es noch ziemlich linear und erst ab 90%, von 90% bis 100% braucht er fast nochmal genauso lang wie von, sagen wir mal, 10% auf 80% laden. Das ist ja so ein Unverhältnis bei den Akkus. Und da muss man halt die Größe von dem Akku auch ausnutzen, genau wie die limitierten, das ist ja gerade der Trick. Ich habe also hinten eine Reserve, die ich nicht benutze und ich benutze den Akku praktisch auch nur bis 80% normalerweise, schon ihn dadurch. Und dann kann ich das auf das so einstellen und was haben wir eigentlich für eine Größenordnung? Hier müssen wir mal kurz das Display umschalten. Das ist auch so eine doofe Geschichte noch.
Ja, 360, also 370 hat er jetzt durchaus hier auch angezeigt. Kilometer Reichweite mit 80% im Akku drin. Also das ist ja eigentlich auch in Ordnung. Ganz vollgeladen zeigt er fast 500 an. Ich habe das Auto jetzt hier noch gar nicht richtig vollgeladen auf 100%. Also mal auf 98 und dann habe ich ihn auch nicht ausbalancieren lassen. Weiß also nicht, was der Tesla hier vom Christian eigentlich so eine maximale Reichweite hat, wenn er vollgeladen ist. Man sollte das Auto vollgeladen nicht rumstehen lassen, sondern gleich eine Runde fahren oder gleich wegfahren, damit der Akku da nicht in vollgeladenen Zustand rumsteht. Also ist es alles nicht so gut. Deshalb 80% habe ich jetzt mir mal für mich festgelegt. Das ist so das, was ich hier, gegen das ich jetzt hier mal täglich fahre. Okay. Ja, wir sind immer noch im Stop and Go. Ihr habt es beobachtet, das Auto fährt gut im Stop and Go. Wenn ich hier Licht ausschalte, seht ihr mich schon ein bisschen. Ja, es wird langsam Tag. Oh, jetzt kriegen wir hier Absperrungen rein. Mal gucken. Er hat die nicht mal im Sensor. Seltsam. Müsste eigentlich orange oder rot sogar werden hier, weil da eine Barriere ist. Macht auch keine Pylonen hin für eine Baustelle. Aber das ist neu in der Darstellung ja gewesen. So, jetzt kann man hier rüberfahren. Ja, wir fahren auch hier mal jetzt von Hand weiter. Ja, die neue Darstellung zeigt detailliertere Autos, die Fahrspuren, auch gestrichelte Spuren, also ob man überhaupt drüber fahren soll und darf und sowas, zeigt er jetzt super an. Er zeigt auch die Autos, hat da verschiedenste Darstellungen jetzt. Einen Truck gibt es auch, der Truck sieht allerdings aus wie ein Ford und nicht wie ein Cybertruck. Fahrräder und Motorräder kann er ja unterscheiden, Fußgänger. Ja, Fußgänger sehen glaube ich auch immer gleich aus. Hat schon mal jemand gesehen, ob er Kinder unterscheidet zu Erwachsenen, also größenmäßig? Glaube ich nicht. Ja, und neu sind diese Pylonen dazugekommen, also irgendwelche Unregelmäßigkeiten am Straßenrand, die darauf hinweisen, dass dort eine Baustelle ist. Er malt dann als Pylone hin und auch in Orange. Aber ich sage ja mal hier, da kommt manchmal so Geisterpylonen, wenn er meint, das ist jetzt ein Pattern, ein Muster in der Kamera zu erkennen, was auf eine Baustelle hinweist. Da hat er noch ein bisschen Fehlverhalten und es spricht genau wieder. Da drüben sind jetzt solche Absperrungen. Warte mal, gucken, ob er die bringt. Ja, guckt hier, da kommen sie. Zack, 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 zack. Ja, da sieht er sie, die Pylonen. Cool, ne, diese Hütchen. Ja, ein bisschen klein sind sie, könnten ein bisschen größer sein, aber manchmal erkennt er auch diese Pfosten bei uns hier als solche Pylonen. Okay, da variiert er, glaube ich, nicht. Also ich habe da noch nichts anderes gesehen. Ja, wir können ja wieder mal weiterfahren. 70 kommen von der Navi-Daten hier, von der Karte, von Google. Weil da vorne habe ich eine Fehlstelle. Daran merkt man wieder, dass er auch alte Navi-Daten hat. Was haben wir denn für Navi-Daten? Das sieht man hier unter Software. Wenn man hier ein bisschen scrollt, zeigt er, die Navigationsdaten sind EU 2019 20 10 482 habe ich jetzt hier. Ja. Gab es neulich mal ein Update, die lädt er auch nur über WLAN rein. Aber das Update ist immer noch alt. Ja, also da vorne kommt jetzt, hier ist jetzt ein 70er Stück und da vorne meint er plötzlich 50 vor der Ampel. Das stimmt aber nicht, das haben sie mal vor einer ganzen Weile geändert. Ja, also ich plädiere jetzt hier ganz stark an Tesla, hey, lies die Geschwindigkeitsbeschränkung oder erkenn mal die, bitte die Schilder direkt über die Kamera. Genau. Ja, warum habe ich keine Wallbox? Ha, ich fand diese Fritz-Steckdose immer cool. Hatte die ja von Anfang an so ein bisschen zum Testen da in meiner Garage und jetzt habe ich sie vor allem auch deshalb, ja, seht ihr, jetzt hier ist er auf 50 und hier ist gar kein 50. Was macht man dann übrigens? Man gibt ein bisschen selber Strom. Das geht nämlich, ohne dass die Systeme sich ausschalten, kann ich jetzt also, wenn ich einfach unten aufs Gaspedal, das Strompedal, das Spaßpedal drücke, kann ich selber die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, er meckert dann zwar, aber er lenkt noch und prinzipiell ist der adaptive Tempomat auch noch an, weil ab hier ist nämlich tatsächlich 50, dann kann ich ja wieder ihn selber fahren lassen. Ne? Also das ist der Trick, man muss da gar nicht ausschalten. Hier kommt das 50er Schild. Gut. Schalte mal hier aus, weil da hat er jetzt die Spur verloren, teilt sich hier und wir fahren da mal, fahren viel zu schnell, da ist nämlich eine Blitzer, ein Blitzer ist aber eigentlich nur für rote Ampeln.
Gut, ab hier mal wieder einschalten. Okay. Ja. Wallbox. Ich will eine Wallbox, die diese Funktion von der, dieser Fritz-Steckdose hat, also alles aufzeichnet, vielleicht sogar noch detaillierter, auch E-Auto-mäßig natürlich und solche Diagramme anzeichnet, Hochrechnungen anzeigt und sowas und irgendwie ja, ein bisschen programmierbar ist und nicht nur einstecken tut. Wer kann mir da eine Wallbox empfehlen? Na, mal schauen, ob ihr da irgendwas habt. Also ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt. Vielleicht ist das auch ein Thema fürs nächste Jahr. Problem bei mir ist tatsächlich, dass ich gar keinen Stromanschluss dort habe, einen ordentlichen. Muss ich also erst legen. Ich habe meine Leitungen mal angeguckt. Die sind leider alle so parallel verschaltet. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, das, da muss ich also, wenn ich jetzt da irgendwas machen will, tatsächlich da nochmal eine Leitung legen lassen. Und ich bin auch immer im Zweifel, auf welcher Seite von der Garage dann die Wallbox hängen sollte. Am Eingang, dann muss ich aber immer über die Anschlussleitungen da steigen. Das ist natürlich doof. Oder auf der anderen Seite, dann komme ich aber nicht so einfach dran, wenn das Auto drin steht, weil man dann ziemlich weit vorne geparkt haben muss, damit ich noch, wenn der Garagentor zu, ich noch drum rumlaufen kann, weil wir haben so viel Kruscht in der Garage. Also alles solche Fragen, die ich mir bisher gesagt habe, nee, beschäftige ich mich mal nicht mit. Ganz zu schweigen davon, dass das Elektroauto bisher überhaupt nicht in der Garage steht, weil es gar nicht reinpasst, sondern das Auto von meiner Frau, der ab. Leider noch nicht Elektro, aber Benziner immerhin. Nicht Diesel, genau. Ja, also alles so Fragen, so Dinge und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt fange ich erstmal gar nicht an. Also wenn ich eine Wallbox installiere, dann wahrscheinlich an einem roten Drehstromanschluss und nicht direkt verkabelt, damit ich noch ein bisschen variabler bin, erstens in der Wallbox, die ich benutze und auch womöglich, wenn die an der falschen Stelle ist. Das ist hier eine doofe Kreuzung hier. Okay. Also manchmal zeigt auch das Auto gar nichts mehr an, wie gerade jetzt, indem man nämlich sagt, hey, was ist denn das hier? Wir sind am Ziel angelangt. Genau, hier. Satellitenview. Genau, da ist noch schon Tag. Fahren natürlich nicht aufs Werksgelände, sondern ins Parkhaus. Noch 2 Tage Jahresabschluss hier machen und dann ist Weihnachten, Leute. Genau. Deshalb 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, gefahrene 30 Kilometer über die Autobahn. Nicht sehr schnell, aber auch nicht langsam. Ist also ein typischer Verbrauch. Jetzt hier für meinen Test auch. Kann man mal so durchgehen lassen. Ach, übrigens, was ich auch gerade mache hier, ihr merkt es natürlich, ist das One-Pedal-Driving mache ich gerade, ne? Ja. Also das finde ich auch ober cool. Funktioniert sehr gut. Ja, kann man da unten hinparken? Kann man. Da habe ich mich also ziemlich schnell gleich eingewöhnt, weil ich das ja von meinem letzten Auto, dem Leaf, kannte. Also jetzt muss ich hier irgendwo hinparken. Park mal hier neben den. Oder hier zwischen die. Dann weiß ich wenigstens, wer neben mir steht. Hinten ist nämlich nur zu wenig Platz gewesen. Ja, das ist jetzt schade. Ich habe leider keinen automatischen Einpark-Dings hier, weil das automatische Einparken ist im Full-Self-Driving-Paket drin. Ja. Man benutzt das wenig. Also dafür würde ich auch nicht das Geld ausgeben, muss ich ehrlich sagen. Aber das merkt man dann. Ups, was war das hier gerade? Ich bin zu nah an dem dran. Das stimmt. Ja, hier fehlt mir natürlich auch die schöne Anzeige, die der Leaf ja konnte. An den kann ich näher dran fahren, das ist die Beifahrerseite. Ihr seht schon, ich bin gar nicht mehr so ganz gewohnt, hier das Auto einzuparken. Aber es tut eigentlich. Man muss immer hier so wechselseitig gucken. Hier sieht man nicht alles, da sieht man nicht so. Das ist natürlich hier Ende vom Auto, aber hier sehe ich dann eher die Abstände oder auch... Ja, jetzt zeigt er das dann noch irgendwann an. Und man muss es auch nicht übertreiben. Also ich fahre normalerweise auch nicht bis 30 cm, dann hört er nämlich auf, sondern irgendwo hier höre ich immer auf. So. Ja, Dankeschön. Da sind wir. Also,
Vielen Dank fürs Zuschauen hier mal. Vermutlich eines der letzten Videos hier dieses Jahr. Gar kein Resümee gemacht. Dann müsst ihr doch meine Zusammenfassung meiner Covers angucken. Oder die letzte Show angucken. Vielleicht gibt es auch gar kein Resümee. Warum sollen wir immer Jahresresümees machen? Okay. Und hier sieht man mal mein Tagessoll. Hin und zurück. 61,8 Kilometer. Ja, noch einen kleinen Bogen gefahren. Aber wichtig hier, 13 Kilowattstunden verbraucht, die ich ja jetzt bis 80% wieder reinladen muss. 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist gut. Ich habe noch 59% drin. Soweit, so gut. Das heißt, wir stecken jetzt das System mal an und gucken, was er da reinladen muss, um auf 80% zu kommen. Hoffentlich ja, 13 Kilowattstunden. So, es ist zwar dunkel, aber erst 5:30 und ich habe das Auto wieder angesteckt hier. Oh, man sieht gar nichts. Es befindet sich irgendwie in so einer Art Standby. Ich zeige euch das mal. Ladegerät ist angeschlossen, macht aber nichts, also lädt noch nicht auf. Ich vermute, dass es erst ab 6 Uhr das macht. Wir können uns das aber auch mal im Auto angucken. Also wir kriegen jetzt hier noch kein grünes Signal. Mal schauen, was das Auto mir hier sagt. Jo, das sagt auch, Abfahrt morgen um 7 Uhr. Aber noch kein Ladevorgang. Tja, lassen wir das mal so stehen hier und schauen uns das an auf unserer Fritz-Steckdose, wann er dann anfängt zu laden. Ziel ist, wie gesagt, 13 Kilowattstunden zu kriegen. Da seht ihr, er hat wohl mal kurz was probiert, aber dann wieder aufgegeben. Im Moment Nulllinie. 19 Uhr und noch macht er nichts. 6 Uhr morgens und wir haben Glück gehabt. Guckt mal. Er hat hier relativ spät angefangen, so um 23.30 Uhr rum und hat heute Morgen bis kurz vor 6 Uhr geladen. So sieht's aus. Hat sich also anders verhalten als gestern. Da hatte er ja so gleich angefangen zu laden und dann später nochmal. Hier seht ihr es noch. Ja, das ist also schon ein Unterschied, als ob er irgendwie erstmal so ein bisschen hier sich kalibrieren musste und gucken musste, wie das Ladennetz ist. Ist ja eine interessante Sache. Und wir gucken mal, was er reingeladen hat. Also hier laut meiner Ansicht hat er 20 Kilowattstunden reingeladen. Ein bisschen mehr als die 16, die wir ja nur brauchten. Ist das jetzt Ladeverlust oder habe ich hier irgendeinen Fehler in der Anzeige? Ich versuche das hier nochmal besser einzugrenzen. Moment. Also irgendwie hat er ja von 23 Uhr angefangen bis gerade eben. Ja, wir haben irgendwie sowas von 3 Kilowattstunden Verlust hier drin. Beziehungsweise nochmal Standverlust womöglich hier zwischen. Guck mal gerade, wie jetzt der Stand im Akku ist. 80% genau wieder erreicht. Super. Muss mal gerade gucken. Innentemperatur noch nicht angepasst. Da sind noch 5 Grad. Das muss er noch machen. Abfahrt ist ja auch erst um 7 Uhr. Von daher hat er ja da noch kurz Zeit, dann zu klimatisieren. Und dann habe ich noch mal etwas Verlust. Ja, so sieht's aus. Jetzt ist er mit der Klimatisierung im Gange. Kriegt man hier noch irgendwie eine Anzeige dazu. Da seht ihr es. Kurzer Aussetzer und dann für die 7 Uhr Abfahrt nochmal vorklimatisieren. Zieht uns leider noch ein bisschen Strom. Ja, leicht über 20 Kilowattstunden. War nicht ganz fertig hier. Doch, hier jetzt sogar 81% und Klima im Innenraum jetzt schon bei 19 Grad. Ich hatte auch 19 Grad eingestellt, glaube ich. Viel mehr darf er jetzt gar nicht machen. Also die Temperatur, die man im Auto einstellt, wird auch dann klimatisiert. Hat alles super funktioniert. Auto ist entfrostet. Lädt scheinbar noch. Schauen wir uns das mal drinnen an, wie viele Kilowattstunden wir denn hier im Auto bekommen haben. Wir erinnern uns, 16 Kilowattstunden hatten wir verloren und er hat reingeladen hier selber 17, Anzeige war aber 20. Also 3 Kilowattstunden Verlust, 1 Kilowattstunden Verlust hier rein durch Stehen oder durch die Vorklimatisierung, ja, kann man auch so oder so sehen. So sieht's aus, Leute. So, dritter Tag in Folge. An dem Tag sind wir 68,8 Kilometer gefahren, 14 Kilowattstunden verbraucht. 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer ist gut. Das Auto hat sich über Nacht nachgeladen und zwar so irgendwie von 23 Uhr bis morgens um 6. Das ist okay. Leider hat er viel mehr geladen. Wieder hier fast 20, 19,362 Kilowattstunden zu 14 verbrauchten,
Das ist natürlich schon ein Unterschied, ganz schöner Verlust. Und wir haben jetzt zum ersten Mal hier unten auch eine Hochrechnung bekommen. Natürlich etwas mehr, als ich bei dem Leaf Plus hatte sozusagen. Da war ich irgendwie bei 5 Euro am Tag. Hier beim Model 3 bin ich bei 6 Euro am Tag. Ja, 20 Kilowattstunden, das kommt auch so hin. Und im Monat dann 190 Euro und im Jahr 2200. Und ja, könnt ihr ein bisschen gegenrechnen. Ist wie gesagt Winter mit Aufheizen noch danach. Kurz vor 7 Uhr für die Abfahrt. Aber mal so ein Richtwert, auf was das hier hinauslaufen würde, wenn man ein Model 3 Long Range Performance mit 60 Kilometer so am Tag zum Fahren an Schuku aufladen würde. Hier habe ich nochmal 3 Ladezyklen. Die 2 sind ja richtig die Fahrzyklen, so jeden Tag. Wenn ich auf die mal einstelle, komme ich hier auch auf meine 41,6 Kilowattstunden. Ja, ich habe ja gesagt, so um die 20 Kilowattstunden lädt er immer rein, obwohl er die natürlich gar nicht verbraucht. Das ist so der Wert. Neues Feature, Vorklimatisierung zur Abfahrtszeit. Geplante Abfahrtszeit, Zeitplan im Tesla Model 3 jetzt auch endlich verfügbar. Und ja, funktioniert ganz gut. Und noch der Beweis, man kann das Auto auch mit dem Ladeziegel 230 Volt aufladen, wenn man sowas wie ich am Tag vielleicht 60 Kilometer fährt. Und ihr habt es gerade gesehen, sowas von ja 20 Kilowattstunden, ich würde sogar sagen 30 Kilowattstunden über Nacht nachladen kann, so mit 10 Stunden Standzeit, das funktioniert. Ja, das Auto will scheinbar nur von 6 Uhr abends bis 6 Uhr morgens aufladen, hat es aber jetzt optimiert, dass es dann um 6 Uhr morgens tatsächlich fertig ist. Das ist interessant. Schön. Soweit mal für heute hier dazu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch der Inhalt hier gefällt, könnt ihr den Kanal abonnieren, das ist kostenlos. Und wenn ihr die Glocke einschaltet, kriegt ihr auch immer gleich einen Hinweis, wenn es neue Videos gibt. Und dieses Auto ist von white-tesla.com aus Konstanz. Dort könnt ihr es mieten. Erstmiete 20% Rabatt, wenn ihr den Promocode schräg angebt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, das ist schräg. Ja, das ist schräg. Das ist schräg.